Initiative gegen Impfpflicht, das ist eine neu gegründete Initiative, wo sich Gründer und Gründerinnen der Grünen zusammenschließen, um gegen die Regierungspolitik, insbesondere die der Grünen Beteiligung an der Regierung, einen Kontrapunkt zu setzen. Weil es sehr viele Grüne gibt, die gegen die Impfpflicht sind, zumal sich die Grünen ja ursprünglich gegen Genmais und gegen genmanipulierte Nahrungsmittel ausgesprochen haben und jetzt eine genbasierte Impfung offenbar kritiklos durchwinken. Und das finde ich unverantwortlich und gegen die grünen Grundwerte. Ich glaube, die Gesellschaft ist sehr heterogen und Leute sind aus unterschiedlichsten Motiven, seien es private Motive, finanzielle, dafür oder dagegen, gegen die Impfung. Und man darf nicht vergessen, dass die zweijährige Panikmache der Regierung, die vorsätzliche Panikmache der Regierung, dass die bei den Menschen Spuren hinterlässt. Weil wir wissen, dass Panik und Angst bei den Menschen im Gehirn Angst auslöst und Angst lähmt das logische Denken. Das ist außergerecht. Angst lähmt das logische Denken. Und ich glaube, das ist der Grund, dass viele Leute verängstigt sind und sich nicht aus Überzeugung, sondern auch aus Angst impfen lassen. Weil medizinisch ist die Impfung sehr fragwürdig, wie die neuesten Studien alle beweisen. Es sind Leute aus allen Gesellschaftsschichten, die aus verschiedenen Motivlagen da demonstrieren. Und ich glaube, das ist nur ein Versuch der Regierung, die Bewegung zu diffamieren, indem man sie ins rechte Eck stellt. Es gibt ein paar Fanatiker, ein paar Rechte, die versuchen, das für sich zu instrumentalisieren, aber das ist eine ganz geringe Minderheit, die eigentlich vernachlässigbar ist. Und da ist schon die Rolle der Medien auch anzudiskutieren, dass die sich genau auf diese paar wenigen stürzen und mit diesen Bildern, vor allem Bildern, die über die Medien transportiert werden, versuchen, die ganze Bewegung zu diskreditieren. Und das finde ich unverantwortlich, weil Journalismus hat meiner Meinung nach die Aufgabe, die Leute objektiv und kritisch zu informieren und nicht irgendeiner Propaganda oder ein Regierungsnarrativ zu verbreiten. Kinderimpfung ist für mich ein Verbrechen. Ich habe Enkelkinder, mir tut das so weh, weil die Kinder sind nicht gefährdet. Und nur ich als, um sozusagen eine Herdenimmunität zu schaffen, was gar nicht stimmt, weil ja die Impfung nicht steril ist. Das ist Instrumentalisierung und Missbrauch der Kinder und jungen Leute. Davon halte ich gar nichts. Ich habe Corona gehabt und habe Antikörper noch. Wieso soll ich mich impfen lassen? Ich habe mich mit dem ganzen Coronavirus auseinandergesetzt, nicht nur mit dem Spike-Eiweiß. Und das wird einfach beliebig nicht anerkannt. Und dann habe ich sicher T-Zellenimmunität. Auch die anerkennen wir nicht. Das geht nicht. Und die Impfung ist zu einseitig. Es wurde nur auf die Impfung fokussiert. Also die Menschen, wie man kennt und denen man begegnet, auch wenn sie geimpft sind, so normal wie möglich begegnen. Aber manchmal sage ich schon meine Meinung, aber ruhig, das muss nicht. Also dann muss ich mich bemühen, dass ich nicht emotional werde. Aber ich muss auch manchmal sagen können, was ich denke, aber in Ruhe. Ich bin komplett dagegen, wegen der Impfpflicht. Ja, jeder soll es selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Außerdem, wenn man weiß schon genau, dass die Impfungen schwere Nebenwirkungen haben. Also, das bin ich auch zurzeit dagegen. Spaltung kann man natürlich auch einfach mit den Leuten reden, klären, versuchen zu überreden. Andere Lösung gibt es keine. Also meine Meinung zur Impfpflicht ist, dass das eine unmögliche Sache ist. Es greift einfach in die Grundrechte ein. Das ist also nicht durchsetzbar, meiner Meinung nach. Und es ist einfach eine ganz gefährliche Sache, weil niemand weiß, was die Impfstoffe bewirken, die unter Impfstoffen propagiert werden und eigentlich keine sind. Ja, ich bin schwerst dagegen und ich hoffe, dass wir es alle zusammen schaffen. Meiner Meinung nach und nach meinem Gefühl, was ich jetzt erlebe, sind die Ungeimpften, werden schwerst diskriminiert. Es wird eine Spaltung ganz bewusst aufgebaut und alles, was wir wollen, als Ungeimpfte oder auch Geimpfte, ist einfach eine Gleichberechtigung, eine Gleichbehandlung, nicht mehr und nicht weniger. Es muss für jeden die freie Wahl bleiben, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und das ist das Wichtigste. Um das geht es da. Und gegen die Spaltung auf jeden Fall. Wir hoffen auf einen Sieg der Gerechtigkeit. Das ist das Allerwichtigste. Gleichbehandlung, Selbstbestimmung und die Gerechtigkeit muss siegen, weil es momentan herrscht die Lüge vor. Und das kehrt weg. Also ich halte die Impfpflicht einfach für ein falsches Zeichen. In einer Demokratie soll jeder selbst entscheiden,
selbst über seinen Körper entscheiden können. Doch, das gibt es auf alle Fälle und ich glaube, sie wird vor allem von den Medien provoziert. Ich wünsche mir einfach wieder, dass jeder Mensch frei entscheiden kann und dass das auch von der Politik so praktisch unterstützt wird. Ja? Und ich bin mir auch ganz sicher, die Menschen stehen jetzt auf, es sind sehr viele Menschen, die aufstehen, dass Österreich das bewirken wird. Also ich glaube, dass dieser gentherapeutische Versuch einfach noch nicht genug ausgetestet ist, um überhaupt zu wissen, was für Nebenwirkungen und Reaktionen daraus resultieren werden. Und ich glaube, es ist einfach verfrüht, überhaupt entscheiden zu können, ob man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Naja, also ich glaube, nachdem wir noch nie in der Geschichte Österreichs so viele Demonstrationen in so kurzer Zeit hatten und zum Teil auch so viele Leute wie noch nie auf der Straße hatten, vor allem in den kleineren Städten, glaube ich sehr wohl, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der das kritisch betrachtet und ein anderer Teil, der sich halt einfach aus welchen Gründen auch immer unterwirft. Kommen Sie auf die Demo, schauen Sie sich das an, sprechen Sie mit den Leuten, kommen Sie mit den Leuten wirklich ins Gespräch und versuchen Sie herauszufinden, warum die Leute auf die Straße gegangen sind und was wirklich ihre Meinung zu dem Thema ist. Und warum sie sich zum ersten Mal, ich höre von vielen Leuten, dass sie zum ersten Mal auf der Straße sind und versuchen sie herauszufinden, warum diese Leute diesen Weg gehen und sagen, da stimmt was nicht, da muss ich was tun. Und an alle, die das tun, alle Hochachtung, weil es gehört einiges an Mut dazu, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir müssen da was ändern. Und ich hoffe sehr, dass aus dieser Bürgerbewegung eine Vision entsteht, die allen Menschen zugutekommt. Nicht nur den kritischen Leuten, sondern auch denen, die sich diesem Diktat unterworfen haben, diesem Narrativ unterworfen haben, ohne es zu hinterfragen. Ich denke, die Impfpflicht ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt, weil einfach die Gefahr für mich, kann ich gut persönlich abschätzen, liegt unter 1%, dass ich schwer erkranken tue und hätte kein Problem, dass auch wenn ich krank wäre dann, oder infiziert bin, dann werde ich das ganz normal überleben und auch ohne Krankenhausaufenthalt überleben und gut überstehen. Ich glaube, das ist einfach eine übertriebene Maßnahme. Das nehme ich sehr deutlich wahr, die Spaltung in der Gesellschaft. Einfach die Ausgrenzung, ich darf viel nicht machen, sagen wir es mal so. Das merkt man schon, ja. Von der Impfpflicht kann ich wenig abgewinnen, einfach aus dem Grund, dass es immer eigentlich eine freie Entscheidung bleiben muss. Es sind eigentlich Grundrechte, die hier massiv angegriffen werden und ich finde einfach, die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Es gibt so viele andere Stimmen, die irgendwie im Mainstream unterdrückt werden, wo man sagt, da sind viele Wissenschaftler, Ärzte weltweit, die auch eine andere Meinung und andere Ergebnisse von Untersuchungen bringen. Und es ist mir zu einseitig, was bei uns in der Berichterstattung ist. Und es ist irgendwie ein Druck, der dahinter steckt, der da vorangetrieben wird. Und ich fühle mich nicht wohl mit dem, mit meinem eigenen gesundheitlichen Wohl. Ich bin gesund, ich habe Antikörper und kann trotzdem nirgendwo teilnehmen, wenn ich nicht geimpft bin. Ne? Also von dem her ist eine Pflicht aus meiner Sicht wirklich abzulehnen. Ja, also ich finde schon, dass die Politik da wirklich sehr einschlägige Wege betreten hat und das wirklich in eine Richtung gedrängt hat. Also da hat man wirklich psychologisch nicht darauf geachtet, dass das freibleibend ist, dass man verschiedene Meinungen toleriert und so. Und es ist schon sehr stark in eine Richtung gedrängt worden. Das hat sehr viel Druck erzeugt. Und diese Spaltung kann man ja jetzt in der Gesellschaft erkennen. Also wenn man hier mit so einem Schild herumgeht, wird man schon von vielen Leuten auch blöd angesprochen. Ne? Obwohl ja das, was da draufsteht, ja wirklich, ich halte es auf der Seite ein bisschen her, kein Ausdruck der Spaltung ist, ja, definitiv nicht. Und dass man wirklich beide Meinungen stehen lassen kann, verschiedene Sichtweisen dastehen lassen kann und das passiert leider Gottes nicht. Das heißt, man wird wirklich getrennt, der eine ist gut, der eine ist böse und das ist schon sehr, sehr bedenklich.